Hallo miteinander und willkommen zu einer Vorstellung und zu dem Anfang eines Angespielts, mindestens vielleicht sogar eher zu einem Let's Play. Das hier ist Ymir. Darüber bin ich gestolpert, über meine, war es die Steam-Entdeckungsliste, ich glaube schon. Da wurde mir das vorgeschlagen und mir hat das die ganze Optik und es hat mir gleich gefallen. Da habe ich an ein paar Sachen erinnert, ehrlich gesagt, so ein bisschen an die ganzen alten Cäsar-Spiele und so weiter und so fort. Nur, dass man hier eben Schweinchen spielt, was, ja, ist dann der Design-Choice. Seht ihr auch hier oben, also keine Menschensiedlung, sondern eben Schweinchensiedlung. Aber gut, macht eigentlich keinen großen Unterschied, ne? Wir wissen ja, alle Männer sind Schweine. Entschuldigung. Was ist Ymir? Es ist einerseits ein City-Builder, wir bauen also eine Stadt auf, wir sorgen für Ressourcen, wir sorgen für die Zufriedenheit der Bevölkerung, wir sorgen für Kultur, für Wohlstand, für Militärstärke. Das Ganze ist dann auf einer riesen Map quasi verteilt, die man auch erkunden kann, wo man auch andere Kolonien gründen kann, wo man auch andere Städte erobern kann. Man wird auch angegriffen durch Barbaren. Ja, ich denke, man kann auch durch andere Spieler angegriffen werden. Und das ist eigentlich schon wieder das Ganze. Das ist hier so ein Server-Client-mäßiges Gamechen, nämlich. Also kann quasi auf einer Welt können ganz viele Spieler spielen. Also man kann jetzt aber hier laufen lassen. Ihr seht hier auf der rechten Seite, wenn ich das hier public stellen würde und das hier so aufmachen würde, dann könnte ich hier vielleicht, wenn ich genau, bis auf 100 Spieler erhöhen. Also hier im Potenzial, die man auch alle zusammenspielen könnten. Da ist momentan die Sache. Deswegen war ich da die froh, dass ich den Key bekommen hatte, weil man sonst nur am Anfang des Monats irgendwie am 1. Da haut er immer so ein paar Keys raus, der lass mich kurz den Namen schon, also Mumak heißt die Firma, aber der Entwickler heißt Thibaut Michaud. Da kann man sich das Spiel unter Umständen auch holen, immer am Anfang des Monats, aber gut, da das jetzt nicht Anfang des Monats war, war ich ganz froh, dass er auf meine Mail geantwortet hatte. Deswegen zeige ich euch das Ganze jetzt. Also genau, das Ganze wird hier natürlich ein Private Game sein. Ja, wobei, ich mache mal Friends Only. Das ist ja auch okay. Game Settings Official, Game Tab kein Realtime. Also, es ist praktisch der Unterschied, ob das so eine Art, wenn also die sind darauf ausgelegt, diese persistenten Dinge, dass ein Server 24/7 läuft. Ja, also, da dauert alles entsprechend etwas länger und so weiter. Ist dann eher vielleicht so ein bisschen mit so einem Browser-Aufbauspiel verfügbar, nur dass es hier doch sehr viel Tiefe gibt. Das sind dann quasi nur die Zeiten, sind mehr oder weniger angepasst. Also, dass man in Realtime Sachen erforscht und so weiter und so fort. Auch bekannt mit Sicherheit aus Spielen wie EVE Online zum Beispiel. So, ich glaube, dass, ja, wir werden das Tutorial, glaube ich, jetzt mir angeboten wird im Spiel auch machen, weil ich bin mir relativ sicher, dass es da Aufträge gibt, die einem extra Ressourcen geben. Das ist relativ hilfreich am Anfang. Map Size, machen wir mal Regular, because why not? So, Pangea, Archipelago, also verschiedene Karten gibt es hier auch, Tropico. Wir machen mal eine Pangea-Karte. Kann man ziemlich viel erforschen, viel rumlaufen. Gibt auch Random Events bei der Erforschung, also deswegen lohnt sich Erforschung eigentlich. Man kann auf der Welt auch jagen und so weiter. Eigentlich hier sehr viele, sehr coole Sachen, ehrlich gesagt. So, wir machen das hier mal, das ist jetzt das LP-Game. Ich das auch auseinanderhalten kann. Natürlich habe ich ein bisschen vorher gespielt, aber nur eine Stunde oder so. Ich habe das Tutorial gemacht. Und ja, da ist das Ganze. Warten wir mal ab. So, dann connecten wir gerade auf den Localhost-Server, auf unseren eigenen. Bin gespannt. Ich glaube nicht, dass das Ding hier auf meinem Raspberry Pi laufen würde. Ich weiß gar nicht, ob es da einen Linux-Client gibt. Aber egal. Ich denke, weil mir das gerade tatsächlich ein bisschen abgestürzt ist, wollte ich euch das hier noch kurz einschieben. Also so erstellt man hier einen Charakter, dann, wenn man, da wo wir gerade eben halt waren. Kommt in dieses Bild, da kann man sich eben dann Banner aussuchen, man kann sich den Namen der Nation aussuchen. Eben hier, ne, wie man aussieht, beziehungsweise was man für einen Namen. Oh, es gibt einäugige Schweine. Ja. Ihr seht, es gibt ein paar coole Kombos und Verbindungen eigentlich. Es gibt ja auch Rocksteady und Bebop und hier Pumba habe ich auch schon gesehen. Also, es ist eher ein böser Pumba. Aber egal, ne? Auf jeden Fall kann man sich das hier alles einstellen. Also, ja, ich habe das natürlich alles gerade eben schon gemacht, als das Spiel dann und die Aufnahme abgestürzt ist. Aber egal.
Man kann hier noch bei den Starttypes einstellen, also was man starten will als primitiver Tribe, das ist so der Standardstart. Dann gibt es eventuell für, sage ich mal, Server, wo es ein bisschen schon weiter ist von der Timeline her, Successions, also zum Beispiel, ja, man bekommt halt eben die Kontrolle über einen nicht aktiven Charakter, mit Charakter ist also der Anführer hier quasi gemeint, den man quasi spielt und übernimmt dann eine Stadt, die einfach nicht mehr aktiv ist, weil jemand einfach gar nicht mehr spielt oder so. Also wenn man, glaube ich, nach einer gewissen Zeit nicht mehr eingeloggt ist. Ne? Zum Beispiel Max Offline Time One Day. Und das verändert sich dann mit der Zeit, je nachdem, wie viel man selber spielt und so weiter und so fort. Das wollte ich euch nur kurz einschieben. Also nicht wundern, ich werde auch gleich noch im Anschluss sagen, ja, dass das mir abgestürzt ist und ja gut, dass das Spiel natürlich nur Early Access ist und so weiter. Aber ansonsten geht es dann jetzt ganz normal los. Also, mal gucken, wie ich das mit dem Hintergrund dann zusammengestückelt habe, aber ja, es war ein wenig problematisch, das hier zu starten, beziehungsweise wir sind jetzt auch mit einer anderen Truppe hier unterwegs, weil ich bei der ersten ist meine Truppe irgendwie verschwunden. Ja, das Spiel ist natürlich noch nicht fertig und das ist ja noch nicht mal offiziell im Early Access, deswegen müsst ihr bedenken, dass das hier natürlich auch mal ein paar Bugs wirft. So, normalerweise müsste ja das hier eigentlich ein ganz guter Platz sein. Wir können uns ja auch weiter bewegen. Ihr seht hier, was wir dabei haben. Unser Inventar, ja, verschiedene Sachen und hier eben die Familien. So, ja, normale Schweine, weibliche Schweine, Kinderschweine und alte Schweine und noch eine ganze Menge Träger. So, und das schlägt natürlich vor, dass wir uns jetzt hier einlassen. Hier oben könnten wir auch Straußvögel jagen. Das sieht ganz interessant aus, diese ganze Map. Hier ist auch Gebirge in der Nähe. Wir können jetzt hier hin. Dann lädt uns das tatsächlich die ja, normale Map, so wie das Spiel eigentlich aussieht. Und dann können wir uns auch, bevor wir uns angesiedelt haben, erstmal angucken, was es in dem Gebiet alles gibt. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, um solche zu vermeiden, dass man vielleicht zu früh schon irgendwelche Kolonien oder sowas bauen muss. Okay, also Steine gibt es hier auf jeden Fall. Stone. Ja, hier gibt es Dreck. Dreck ist super. Also Wasser gibt es ja auch, haben wir ja gesehen. Hier ist schön quasi ein Fluss mittendurch. Sieht schon sehr cool aus. Was gibt es hier noch für Nettigkeiten? Das sind, glaube ich, Flints, genau. Jetzt müssen wir mal schauen, ob es auch irgendwo Essen gibt. Ich meine, irgendwas wird es geben. Vielleicht sehe ich es gerade bloß nicht. Hier nochmal unglaublich viele Flints. Und das hier ist doch was. Ah, Karotten gibt's hier. Okay. Karotten, noch mehr Flints. Und hier. Flints, Flints, Flints. Ja, anscheinend gibt's hier nur Karotten. Und irgendwo gibt's vielleicht auch noch Fleisch. Aber ist das. Ist das Weizen? Nee. Ist kontinentales Gras. Das beste Gras also. Okay, was ist das hier? Es ist auch nur... Aber immerhin Steine gibt es hier schon mal. Vielleicht ist es mit dem Essen etwas knapp. Ich hoffe, dass ich es bloß nicht sehe, wo wir hier jagen können. Fische. Sieht erstmal auch keine. Aber das wird schon passen. Ich meine, das Spiel hat uns hier gesetzt. Das wird hoffentlich okay sein. Und so viel Ahnung vom Spiel, dass ich jetzt hier wüsste, okay, klar, wir müssen da woanders hin. Also gibt es auch nochmal Karotten. Ich gerade. Ja, Karotten scheint auch, glaube ich, ein ganz gutes Futter zu sein hier für unser Schweinchen. Okay. Also wir gehen wieder auf die... Ich glaube, das hätte ich, glaube ich, gar nicht machen müssen. Genau. Da sind wir. Ja, und... Ja, in the Territory. So, wie ging das jetzt nochmal mit dem... Settle? Troops? Nein. Tribe? Ach, guck mal, ich könnte das sogar umbenennen hier. Oh, das, genau das hier. Das sind die Befehle. Und wir settlen mal. Mit allem, was wir haben. Sven Mark? Nein. Sri Lanka. So, damit steht Sri Lanka. Also ein schönes Heiligensymbol hier. Okay, New Zealand's tribe now urgently needs fresh water to survive. We have to arrange for a spot where the people of the tribe can easily access and get fresh water. No need to worry about it. The people of the tribe will use it by themselves to get the water they need.
We'll have to watch out though. While one is enough for our small tribe for now, these spots can only accommodate a limited amount of people until new ones are required. Es müssen also für die Wasserversorgung gewährleisten. Dazu gehen wir hier auf jeden Fall mal rein. Ganz schön. Also das Spiel startet quasi in der Steinzeit und geht momentan bis zum Mittelalter. Je nachdem, wie gut das läuft, hat der Entwickler auch schon gesagt, dass er vielleicht auch weitere Ages dann hinterher noch draufpackt. Also, ja, ich hoffe, dass es gut läuft, weil, ja, so vom Grundprinzip her finde ich das nämlich richtig klasse. Es ist im Prinzip, es gibt ja hier definitiv Fleisch hier. Im Prinzip ist es eine Art Rimworld, nur auf größerer Skala, und das finde ich an sich klasse. So, stellen wir dich mal dahin. Sie ist ja einer genügt am Anfang. Okay. Our new settled tribe will quickly starve if we do not find food. We need to build a hunting camp near any available source of wild animals we can find in our new territory. This will provide us with fresh meat, but also leather. Ja, wenn wir jetzt also einen Jäger hier hinstellen, dann können wir, also das Tutorial, das schaltet euch die ganzen Gebäude jetzt nach und nach frei. Ist auch ganz nett eigentlich gemacht. So, ihr seht, wenn wir das hier hinstellen, kriegen wir plus 1,6 Fleisch und plus 2 Leder. Also da mal los. Also ihr seht, die Spots werden einem auch angezeigt auf der Karte. Das ist der einzige Fleischspot. Nein. Ja, ist der einzige Fleischspot. So, dann haben wir noch die Gatherer. So, und ja, da seht ihr, ne? Möhrchen. Möhrchen, Möhrchen, Möhrchen. So, kommen wir hier unten. Also 0,9 ist hier das Maximum, wie wir sehen könnt. Ne? Jetzt machen wir hier mal einen hin. So, klickt mal hier noch irgendwie ein bisschen mehr. 0,74. Ja, es ist momentan alles so ineffizient, was natürlich quasi wilde Möhren sind, ne? Und Felder kann man erst später dann erforschen. It seems there is also plants in the territory that produce vegetables and fruits we can harvest to feed the tribe. We need to build a gathering camp near any available resources of wild edible plants we can find in our new territory. Genau das machen wir gerade. Genau, also das Gute ist, man bekommt tatsächlich diese ganzen Sachen dann auch hinterher. Ich kann euch auch gleich zeigen, das ist gar nicht so. Okay, mal hier. Und hier. Gut. We were only carrying a few stone stools with us. Those are required for pretty much everything, and soon you will need new ones if you want to keep developing the tribe. We should assign a few prokos to the lengthy task of collecting flints from the gravelly grounds around. Here, while others can skillfully use the flints to craft new stone tools. Flints müssen wir sammeln, damit man daraus Werkzeuge herstellen kann. Hier. Der Flint-Kollektor. So, die Entfernungen spielen momentan noch keine wirkliche Rolle. Also das heißt, die Waren werden jetzt irgendwie hintransportiert, sondern das ist alles global. Also im Prinzip so wie bei dem ungeliebten neuesten Anno-Teil. Zu ergebenermaßen. Aber wenn das ja alles noch transportiert würde, dann wäre es eigentlich noch... Also wenn wir jetzt hier drauf drücken, können wir immer so ein bisschen sehen, wie viel wir eigentlich brauchen, ja. Die meinen 2. Wir machen nur 1,3 rein. Das ist ein Problem. Weil wenn wir hier oben drauf gehen, das ist so ein bisschen die Übersicht, die wir hier beim Wachstum. Ja, eigentlich haben wir so einen leichten Growth. Vital Needs sind zu 100% erfüllt. Das ist allerdings so ein kleiner Trugschluss eigentlich. Es ist eigentlich noch am Anfang des Ganzen. Satisfaction Quality 2, 1, Inactives. Wir können das hier uns anschauen für jede Bevölkerungsgruppe. Was ich mir wünschen würde, also für jede Berufsgruppe ist es wohl eher. So bei den Kindern, alles super. Es liegt aber wahrscheinlich daran eher, dass es eine neue Kolonie ist. Ja, ich weiß, eine Menge Infos jetzt hier für den Anfang. Also hier sind wir die allgemeinen Leutchen und die hier, das sind die speziellen Gruppen halt eben, sind nicht aktive Jäger, Farmer oder eben Miner. Gut. Tools, richtig, und wir sollen noch einen Toolmaker bauen, das soll ich nicht vergessen. Das ist jetzt der Werkzeugmacher. Das sind unsere Lager, die hier überall rumliegen. ja, wir können uns ja hier so an unten eigentlich aufbauen. Ist eigentlich ganz nett. Unsere Festung bauen wir dann hier. Nein, es wär cool, aber ich glaube, etwas wenig Platz dafür. Weil man auch Tata formen kann, also man kann jetzt ja schon eine Brücke rüber bauen und so Späße. Geht alles. Okay. 96 Schweinchen haben wir.
Das ist nicht viel. So, wir bekommen gleich noch ein paar Hammer, wenn das fertig wird. Ich werde mal unsere Lager hier vergrößern, direkt mal. Die kosten eh nichts, weil das noch so billige Lager im Sinne sind, sondern wir lagern das Zeug einfach auf dem Boden. Trotzdem werden Sachen viel schneller schlecht, wenn sie, ja, nicht auf dem Boden. Man kann auch die Gebäude alle, also wenn sie nicht in einem Bodenlager, sondern irgendwo einfach so random auf dem Boden liegen, so. Wir können die Sachen auch einfach verdingsen. Move, ne? Also. Auch die ganzen anderen Gebäude. Das ist super. Da kann man dann später auch schön bauen. So. Ja, wir haben tatsächlich auch zu wenig Karotten. Aber um 0,1 tatsächlich. Okay. Mal gucken, ob wir das hier irgendwo. 0,02. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja. Da war der Start in meinem kurzen Testspielchen doch besser. Da hatte ich auch mehr Sachen. Tatsächlich. Das ja, Fertility ist schon mal ganz gut. Aber wir werden hier ein bisschen strugglen, glaube ich. Ein bisschen kämpfen müssen. Bis das hier alles richtig funktioniert. So, jetzt sagt er, wir brauchen noch Holz. Zumindest 0,4 sollen wir produzieren im Territorium. Wood Cutter. Kann ich auch irgendwo hier hinten den packen. Auch da gibt es ein Maximum. Diese 0,53 offensichtlich, weil egal wie viele Bäume in dem Gegend sind, ne? Ist das eben alles, ja, das Maximum, was rausgezogen wird. Das ist egal. Machen wir es aber hier hin. Machen wir hier nochmal einen hin. Der springende Punkt nämlich an diesen, ja, dieser Nahrung und dem Wachstum ist, dass wir eigentlich durch die Nahrungsproduktion und durch verschiedene Arten von Nahrung, zumindest erscheint es mir so, dass wir dadurch primär hier mehr Leute bekommen. So, Wutsch, ja. Das sind alles die Completed Missions. Und dann auch einen kleinen Speedbonus jetzt am Anfang noch. Wir haben auch freie Jobs. Das macht's nicht viel besser. 100 Leute gerade. Strategic Tool in New Formation. Also erstellen wir hier unser Militär. Meine Miliz. Die aus. Hier. Steineschmeißern besteht. Wieder kann ich keinen einzigen hier machen. Das ist ein bisschen. Aber ich kann Warriors. Die kann ich auch nicht. Maximal 10, sagt er mir. Okay. Okay. Also Miliz ist quasi, das sind Leute, die hier arbeiten und dann dementsprechend hier dann hier verfügbar sind. Sri Lankas Hammer. Ist auch geil. Ja, wir bekommen jetzt das hier natürlich momentan nicht hin, weil wir zu wenig Leute haben. Gut, das heißt, den Klärtis, wir müssen irgendwo jemanden reduzieren. Das sollte nicht unbedingt am Essen sein. Unser Flintsammler. Warte mal, wo ist denn unser Werkzeughersteller? Den braucht man, glaube ich, erstmal nicht. Den kann man schlafen legen. Hier war der. Genau. Ne? Zwei Artisans, die sind jetzt quasi frei und können jetzt hoffentlich hier zu den. Woodcuttern gehen, dass wir diese Woodcut-Quest auch bekommen. Sehr schön, dadurch bekommen wir nämlich 20 Wood und noch mehr Stone. Und jetzt kriegen wir hier Defending the Tribe, die Mission Militia Superior to 20 Rock Throwers. Das heißt, wir sollen hier eine Miliz aus 20 Steinwerfern machen. Kriegen wir nochmal Holz dafür. Ja, there might be hostile barbarians around and other unfriendly tribes. We need to be ready to defend ourselves. Im Prinzip. Das, was ich hier schon angefangen hatte. So. Du bist ja aus Gründen jetzt empty, ne? Kann ich dich auch einfach wieder disbanden? Eigentlich. Ah, hier, das da. So. Also. Neue Formation. Oh, eine Gruppe aus 10 Warriors schließt sich uns an.
Okay, eigentlich sind sie ja 12, ist ja perfekt. So. Eine Miliz soll das sein. Die roten Teufel kann man also alles benennen. Ah, jetzt funktioniert es auch. Ich dachte, hatte ich vorhin auch eine Army ausgewählt? Das kann sein, ne? So, genau, Orange will jetzt 10 einmal und nochmal eine neue Formation hier direkt daneben. Mal eine Miliz. Und nochmal hier 10 Ranged Units. So, dann haben wir das auch erfüllt. So, jetzt haben wir hier eine Formation aus 12 Leutchen, die wir loomschicken können. Das werden wir auch gleich machen auf der Karte. Okay, New Ideas and Knowledge. Jetzt kommt zum Forschungssystem. So funktioniert das Ganze. Ja, occasionally Porkos of our tribe will get new ideas about how to improve our society and techniques. Ideas from other tribes might reach us as well. These ideas unlock projects we can complete to unlock the master and master new knowledges. While we cannot directly control the appearance of new ideas, though high populations quality of life and intelligence will favor it, we can choose to invest or not in the projects unlocked by them. To be started, projects require to have researchers assigned to them and might also require things like resources or money. Depending on the amount and intelligence of the researchers and the required work, the project will take some time to be completed. If it's successfully completed, it will unlock its rewards, usually including a new knowledge. Knowledges enable new buildings, policies and resources and allow your society to evolve. They require a certain amount of knowledge space, the ability of your society to keep knowledges, which at first you will get only through culture. For each 10 points of culture, you get 1 point of knowledge space. In early game, the best way to increase your culture is simply to increase your total population. Our tribe just had one of its first ideas, settling down and becoming sedentary. Let's turn this idea into practice by completing its project. So, es funktioniert so. Diese ganzen Ideen hängen ein bisschen von der Population ab, wenn die gesteigert wird. In dem Fall ist es, ja, sesshaft werden, also sedentary. So, und jetzt können wir hier, oder was das können, wir müssen hier Farmer zuweisen, ja. Wir können zum Beispiel, wir haben 13 Farmer. Wir weisen mal 5 zu, dass nicht unsere gesamte Nahrungsproduktion zusammenbricht. Und dann starten wir das Projekt. So, man kann das auch nicht, sag ich mal, grenzenlos machen. Wir können uns momentan nämlich nur 23 merken, ja. Und sobald das hier eben erforscht ist, wird das hier reinkommen und wird das eben einen gewissen Teil von dessen, was wir uns merken können, ja, blockieren. So kann es zum Beispiel sein, dass man als Spieler vielleicht Dinge vergessen muss, die man eventuell nicht mehr braucht oder momentan nicht braucht. So, Central SS 2. Use 2 von 23. Wurde auch gerade erzählt. Also am besten Kulturwachstum bekommen, indem man am Anfang im Early Game eine größere Population bekommt, eine größere Bevölkerung. Sehr schön. Now that we have sedentary, we can build our first permanent dwellings, primitive rustic huts. Proper housing provides bonuses of life quality and health to the households residing in it, which will help increase our total population by reducing sickness and increasing their will to have piglets. Once empty housing is available, the population will automatically abandon the makeshift tents they currently reside in to move in their new dwellings. But if the population grows bigger and then that not enough houses are available, the extra families will be forced to move into makeshift dwellings again. And slums will spawn around your city until you resolve the issue. Slums provide no life quality and lowers the health of its residents, reducing your population's growth. So, also, wir können jetzt die ersten Häuschen bauen. Die Leute ziehen automatisch aus diesen Sachen, aus diesen Slums hier eigentlich aus. Eigentlich. Man kann da auch ein bisschen nachhelfen, wenn man die einfach abbaut. Wir haben jetzt auch mehr Familien bekommen. Und wir sollten eigentlich eine ganze Menge Zeug haben. Ja, Leder und Hämmer braucht man ja dafür. Ich denke, wir können jetzt auch mal hier die Artisans wieder anmachen, ehrlich gesagt. Ah, ne, Moment mal, so rum. Higher One. Also man kann das alles auch so machen. Wir sollten jetzt auch genug Inaktive haben. Wir haben noch einen Inaktiven. Ja, soweit, so gut. Sollte das auch wieder hergestellt werden. Ja, was wir gleich machen werden müssen, ist auf jeden Fall auf die Jagd gehen. Weil einfach unser Essen, was wir vor Ort produzieren, nicht ausreicht. Also gut, ne? Ihr habt gesehen, Health plus 6. Also wenn man die Leute hier in normalen Häuschen wohnen lässt, dann sind die dann entsprechend noch gesünder. Ich denke, wir können das hier durchaus als so eine Art Wassersiedlung oder, naja, gut, nah am Fluss Siedlung betrachten. Man kann momentan noch keine Straßen bauen. Also, ich weiß nicht, ob man irgendwann noch Straßen bauen kann. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, so. Oder ob das noch gar nicht drin ist im Spiel. Aber auf jeden Fall, ja,
Da kommt dann die nächste Mission. Auf jeden Fall machen wir das so, dass würden wir da später das Straßen sein machen. Okay. Now that our population is growing, we should think about forming a group to go explore our surroundings. For this, we should gather a group of at least 10 warriors of the tribe and get them ready to move out of the village. Unlike the militia, troops recruited in a regular army are actually removed from a population and become permanent members of the formation. If disbanded, they will return to the territory's population. Unlike the militia, an army can move to other territories, explore the map and perform actions like attacks, hunting or carrying resources in its inventory. Each formation has a home territory, which is by default the place where it was created. The home territory is the territory that supports the formation, representing the fact its units will need to be replaced as they grow old and that time passes. Each territory can support for free a certain amount of troops before having its demography negatively impacted. And you can check this value in the territory menu. Genau, das müsste, glaube ich, da oben sein irgendwo. Genau. The knowledgeable traveler. Okay, es ist ein Event. One day, an old pig arrived in our village of Sri Lanka. Also ich werde euch gleich das andere das erzählen. Vielleicht setze ich das, was davor war, zuerst. Also, es gibt quasi eine gewisse Anzahl an Leuten, die eine Siedlung immer unterstützen kann. Also das wächst dann entsprechend mit der Population und so weiter. Und Leute müssen ja mal ersetzt werden, wenn die ja, Schweinchen eben zu alt werden und Military Service, also Wehrdienst zu leisten. Und ja, diese Armeen, also nicht Milizen, die nehmen dann tatsächlich echte Leute mit. Wie gesagt, die Milizen sind eigentlich die ganzen arbeitenden Leute hier, die dann quasi bei einer Abwehr kämpfen, während das andere wirklich eine stehende Armee ist. Das heißt, die machen ansonsten nichts, sondern sind eigentlich inaktive, die in Soldaten umgewandelt wurden. Genau. Ja, one day an old pig arrived in our village of Sri Lanka. His feet weary from the many travels he had made, he was a lonely hermit living and traveling alone for many years now. He told the tale of the ancient people he belonged to, who perished a long time ago from a mysterious disease that he was the only one to miraculously recover from, fleeing away from his land. He also told stories of how his people used to live, incredible stories about things they did that none here had ever thought of. There were much to learn from his teachings as he seemed to come from a more refined, mysterious people. But the wonder and influence he gained amongst the tribe started to upset its more dominant members who felt their position threatened. What should we do about it? Also einsamer Wanderer kommt er her, der anscheinend selber sehr viel Wissen verfügt über Wissen, das uns völlig fremd vorkommt, aber er scheint ja anscheinend Einfluss zu gewinnen, und aber dadurch fühlen sich einige der mächtigeren Schweinchen hier bei uns etwas bedroht in ihrer, ja, in ihrer Lage. Jetzt müssen wir uns überlegen, was wir tun. Ja, wir würden eine neue Idee bekommen. Unsere Loyalität wird aber sinken. Eigentlich haben wir genug Loyalität. Deswegen machen wir das einfach mal. Und dadurch haben wir jetzt eine neue Idee. Throwing Sticks, Javelins Erforschung. Das wäre natürlich echt nicht schlecht. Das machen wir mal kurz. Damit können wir dann Speerde erforschen. So, wunderbare Sache. Gut, gut. Jetzt haben wir ja fast schon das Gesamtprodukt in der ersten Folge drin. Das ist eigentlich optimal, falls ihr das Spiel dann selber spielen wollt. Ja, now that our population is growing, we should think about forming a group to go explore our surroundings. For this, we should gather a group of at least 10 warriors of the tribe and get them ready to move out of the village. Ja, genau. Ja, ich weiß, okay, wir brauchen 3 Carrier noch in der Armee. So. Carrier. Das sind also Träger. Das heißt, das erhöht die 3 Kapazität unserer Leute. Okay. Das sollte dann gleich hoffentlich hier sich updaten. Genau. Ja, Leute, ja, die Party machen hier. So, machen wir das alles weg hier. The Way of the Beasts. So, while animals are fierce and noble, their hunting ways deserve respect and admiration of our warriors. The spirits of these majestic beasts could infuse strength in our best progress. Okay. Also da könnten wir jetzt zum Beispiel, ihr seht, diese ganzen Sachen haben auch eine Failure-Chance. Also das heißt, es muss nicht unbedingt klappen, dass wir das erforschen. Also wir machen aber erstmal die Javelins. Also diese Elite-Krieger brauchen wir, denke ich, erstmal nicht, aber Javelins sind super. Okay. Können wir eigentlich
Wir können Dinger bauen, Fences und das. Wir können auch Palisaden bauen. Die kosten tatsächlich Geld und Holz. Wir haben echt viel Holz. Es gibt nämlich eine bestimmte Art und Weise, das ist auch so ähnlich wie bei Remote, wie man hier am besten verteidigt. Es hat die Frage, wo wir das am besten machen. Es würde hier schon thematisch so ganz gut eigentlich reinpassen, hier vielleicht in dieses Eck. Gibt natürlich auch sehr viele Advanced-Varianten, wie man das machen möchte. Aber das machen wir noch nicht, das machen wir ja später. Wir gehen jetzt mal auf die Landkarte. So, und jetzt haben wir hier unsere diversen Armeen. So, Herd of Ostrich spotted near Sri Lanka. Spotted a moving herd around. Ah ja. Null Ostriche, also eigentlich sind es zwei, aber egal. Da gibt es auch Kühe. Also. Ja, wir werden da jetzt einfach mal hingehen, um zu jagen. Bekommen wir nämlich hoffentlich Fleisch und Leder. So, wir könnten uns das jetzt anschauen, wie sie sich mit den Kühen prügeln, aber wir lassen es einfach mal sein. Ich denke, das kriegen die Jungs hoffentlich hin. Oh. Ja, genau, das ist jetzt der Kampf. Also jetzt sind sie ja wirklich dort drüben im Kampf in dieser Region. Und ich denke, damit beenden wir die erste Folge. Ich weiß, ich habe wieder sehr schnell geredet. Verzeiht es mir. Ich wollte möglichst viele Informationen hier reinpacken. Und bin natürlich selber ein bisschen aufgeregt, weil es das erste wirkliche Spiel ist vor Publikum hier bei diesem Game. Ja, hoffe, dass ihr trotzdem das meiste verstanden habt und vieles mitgenommen habt für, ja, eventuell euer eigenes Spiel und euer Interesse geweckt ist für diese Serie. Ja, dann verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert, kommentiert und liked. Ihr wisst ja, wie es läuft auf YouTube. Ciao, ciao, euer Freelancer.